Werte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, fast schon guten Morgen Deutschland, aber auf alle Fälle gute Nacht CDU. Mit diesem Antrag haben Sie das letzte politische Nachttischlämpchen ausgeschaltet, was Sie noch hatten. Oder drei Sekunden. Steueraufkommen in den Entwicklungsländern stärken. Mal ganz davon abgesehen, dass das nicht unsere Aufgabe ist, kommen wir doch mal zu den Fakten. Das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Afrika ist geringer als das von Deutschland. Es ist sogar geringer als das vom Bundesstaat Kalifornien. Afrika fehlt Wertschöpfung. Der Reichtum liegt nicht im Rohstoff, sondern in deren Verarbeitung. Das müssten Sie eigentlich wissen. Über 75% der Afrikaner arbeiten im informellen Sektor. Warum? Da verdienen sie wenigstens einen Mindestlohn von 40 bis 100 Euro im Monat. Es fehlt an formellen Arbeitsplätzen in Afrika, müssten Sie wissen. Bis zu 10% der Wirtschaftsleistung mancher afrikanischer Länder kommen durch Rücküberweisungen der Diaspora im Ausland. Deswegen ist Migration nach Europa auch ein Geschäftsmodell. Dennoch fehlt es an Perspektive vor Ort. Und warum? Liegt das am Steuermodell? Es gibt einen globalen Transparenzindex für Steuerausgaben. Jetzt mal genau hinhören. Von den Top 60 Ländern sind 20 afrikanische Staaten. Auf Platz 8 ist Benin. Direkt nach Deutschland, Frankreich, den USA und Italien. Vielleicht sollten wir einmal aufhören, sollten Sie einmal aufhören, den Afrikanern die Welt zu erklären zu versuchen. Die Zeiten sind vorbei. Die Sahelzone lässt übrigens grüßen. Afrikas Probleme sind nicht nur hausgemacht wie das Thema Korruption und Entwaldung. Sie sind das Endresultat von Nichtteilhabe, Nichtwertschöpfung und Bevormundung. Afrikas Probleme sind Krisen und Kriege, und die haben ihren Ursprung in den fehlenden Perspektiven. Bei SDG 17, Kollegen von der CDU, das Sie ja gerade so schön zitiert haben, steht übrigens nach Steuern, dass es eben auch um Entwicklungspartnerschaften mit der deutschen Industrie geht. Wissens- und Technologietransfer sind die Zauberworte. Genau darum geht es. Darum geht es in den über 15 Anträgen, die die AfD-Fraktion mittlerweile gestellt hat, die Sie grundsätzlich ablehnen. Und gerade die FDP lehnt sie ab. Und jetzt genau zuhören, weil die AfD damit die deutsche Wirtschaft unterstützen wollen. Ja, sowas aber auch. Und gerade lehnt sich die CDU an die Schulter der FDP und argumentiert genauso und lehnt AfD-Anträge ab, weil sie gar keine Lust haben, die deutsche Wirtschaft zu unterstützen. Also es geht um den Aufbau von Wertschöpfung mit Hilfe und Unterstützung der deutschen Industrie. Nicht Gendern füllt den Magen, liebe Freunde, sondern gute Arbeitsplätze. Nicht feministische Entwicklungsphrasen schaffen Bildung, sondern gute Arbeitsplätze. Kommen Sie bitte zum Und kein Schluss. Steuersystem macht Sinn ohne Wertschöpfung, also ohne echten Arbeitsmarkt. Und ich komme zum Ende, liebe Frau Präsidentin. Schaffen wir Jetzt Arbeit, starten Schluss. Wir endlich mit Global Gateway und machen wir endlich als AfD wieder das Licht an für Deutschland. Danke schön. Die nächste Rednerin ist Katrin Henneberger für Bündnis 90.